Was beim Verneigen vorgesetzt? Keine Ahnung, mir egal, der linke Fuß. Oh, ich glaube, es war richtig. Ende oder weiter? Weiter, schätze ich mal. Gucken wir mal. Miau. Zur Betthöhle. Neta. Aha, 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 okay. Cool. Also merkt euch, in Ägypten wurde immer der linke Fuß beim Verneigen zuerst vorgesetzt. Was auch das immer für eine komische Frage sein soll. Level 2. Das Gold-Level. Davor war es ja alles aus Eisen, jetzt ist alles aus Gold. Drei Schalter. Bost. Reset. Okay, da sind die... Ah, okay. Okay, da ist die gelbe. Gelb ist zwar keine gut gewählte Farbe, gut. So. Der Minecraft kommt da runtergefallen. Und dann kann ich den Pusten machen. Und dann fährt das dahin. Fährt darüber. Fährt weiter. Fährt immer noch weiter. Und dann muss ich den grünen... Wo muss das Minecraft? Wohin muss das Minecart? Muss es in alle einzeln mal rein, oder? Wir sind doch... Hä? Hä? Ich verstehe es gerade gar nicht. Habe ich mehr als ein Minecart zur Auswahl? Ich hoffe doch einfach mal. Ich mache mal blau. Boost. Ja, ich bräuchte erstmal Minecart Reset. Ah. Boost. So, das sollte jetzt in Blau reinfallen. Okay. Und dann werfen wir eins in Gelb rein. Und Post. Huch. Okay. Keine Ahnung, wo es heute reingefahren ist, aber nicht dahin, wo ich es eigentlich hinhaben wollte, aber es hat funktioniert, also beschwere ich mich nicht. Yay! Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Hier, Monster aus. Ich habe sie nie wieder anschalten müssen, also, naja, findet die zwei Druckplatten. Das Hirnmonster aus. Nennen wieder schön. Findet die zwei Druckplatten. Das ist, als hätten zwei Personen irgendwie an den Schildern gearbeitet. Einer so voll unmotiviert und einer voll motiviert. Da, 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 da. Boom. Da, 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 da. Okay. Da. Fast. Ein Zentimeter hat gefehlt. So, jetzt aber. Pam. Eiskalt durchgesprintet. Wir sind der King. Hier, Druckplatte 1 für uns. Und ein Weg nach oben. Okay. Der uns schon nach draußen führt, oder... Wohin geht's? Bin ich... Okay. Ich habe uns wieder ins Labyrinth reingeworfen. Hier nur eine Druckplatte setzen. Okay. Hey, guck mal, ich habe schon eine zweite. Gut. Aber ich sollte wahrscheinlich zwei Steindruckplatten finden, deswegen suche ich nochmal weiter. Bevor ich einfach sage, ja, ich habe schon, nee, kein Bock, Banane, Currywurst, ey. Nee, wir gucken noch weiter, vielleicht finden wir noch die zweite. Hirnmonster an. Okay. Ja, wir sind hier in der Hölle unten, ne? Okay, und das wird uns wahrscheinlich immer wieder rausjagen.
Komm jetzt halt hier. Ich hüpf doch hoch. Wie komme ich denn da am besten rüber? Haha, okay. Niemals. Nichts und niemand wird mich aufhalten. Keine Tür der Welt. So. Ach, du heilige Kacke. Aua, meine. Ah, Gratispeile. Hi. Ach, nee. Das hat nichts mit Abenteuerlust zu tun. Das ist einfach nur pure Nervheit. So, das sind nochmal 4 Diamanten. Entschuldigung, bei sowas sage ich aber direkt nein. Und das ist die 2. Druckplatte. Gut, dann können wir weitermachen. Hui. Und wieder nach unten. Lop. Und wo müssten die hin? Hier links und dann da rechts und dann da und dann Tabu. Tabu. Achso, und wenn uns hier eine Druckplatte fehlt, dann können wir nochmal oben und dann wieder durch den Baum runter. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ja. So, Level 3. Oh, jetzt kommen wir von Eisen, Gold und dann Diamant. Mhm. Wir schaffen hier einen Block abzubauen, dann haben wir unseren Score erhöht. So. Min geht Homepunkt setzen, da bitte dein Inventar speichern und kleiner Tipp, schau nach oben. Gut. Einfach alles da reinwerfen. Keine Ahnung, was wir davon überhaupt noch jemals brauchen werden. Am besten auch die Diamantrüstung wegwerfen. Boah, wisst ihr, was cool wäre, wenn die Blöcke runterfallen, wenn ich im Falschen trete? Ja, tun sie. Dann ist es endlich voll simpel, wenn ich vorsichtig vorangehe. Kann ich mir nämlich alles immer runterwerfen. Ich kann auch oben schauen, aber ist ja zu einfach. Ich schmeiß mir doch ein paar bisschen TNT nebenbei runter. Und das will ich noch runter schmeißen. Jo. Und jetzt hier. Zack, zack, zack. Okay, krabbeln wir mal richtig lang. Soll ich gegen Ende nochmal vielleicht rüber sprinten oder so? Oh ja, we did it. Ich nehme mal nur meine Diamanten und die Slimeballs mit und die 29 Druckplatten behalte ich auch mal. Sind bestimmt gut geeignet fürs Rätsel lösen. So, tap, 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 tap. Aha. Gut, dass ich meine Dia-Rüstung nochmal mitgenommen habe. So. Also noch Skeletten-Spawner drin. Boah, Hundis. Ihr bösen Skelette. Gebt mir eure Knochen. Du liebst mich. Oh, mit einem Knochen. Und du liebst mich nicht. Okay. Wenigstens ein Hundi mitgenommen. Oh Gott. Bin hier falsch. Ja, mein Hund hat doppelt so viele Gegner geholt. Geil. Ich freue mich nicht. So. Ich bin tot. Cool. Hi, Hundis. Moment. Ich bin tot, aber ich weiß, habe keine Ahnung, wie ich ansatzweise wieder hierher finden soll. Ich lebe noch. Nein, ich bin nicht gestorben. So, wenigstens bin ich gleich in Creative Mode gegangen. Gut. Dann habe ich mich jetzt erstmal 5 Kilometer wieder hier durchkämpfen. Auch gut. Nicht gut, ehrlich gesagt, aber auch gut. So, da ist ein Schleimbi-Daimi. Hey, da hat jemand Zombie geschrieben, das habe ich gar nicht gesehen. Warum habe ich das nicht gesehen? Ja. Oh, weil ich hier hochhüpfen muss, um das zu sehen. Na super. Komme ich hier am Ende wieder raus, oder? Achso, wenn ich Ende nehme. Beim anderen Weg geht es weiter, nur so erwähnt. Hier kannst du kurz liegen.
hier nicht mehr fliegen. Okay. Da steht Zombie aus Lava geschrieben und da sind nochmal zwei Diamanten. Die nehme ich nochmal mit für meinen Score. Die Enddiamanten. So, und jetzt... Das bedeutet immer verkürzte Enden, wie ihre Maps einbauen. So. Jetzt habe ich ein paar Minuten Zeit, um... So. Einfach im Creative fliegen. Das muss ich ein bisschen schneller sein, wenigstens. Miau. Ich habe das Büchereilabyrinth. Pam. Pam. Und dann war das schon nächste Stufe. Zack, dieses schöne TNT-Spiel. Und die Monster-Spawn-Kacke. Wo ich hier in der Ecke verreckt bin. Ne, Hundi? Ja, würde ich auch sagen. So, dann ziehen wir mal unsere Dia-Rüstung wieder an. Nehmen unser Schwert. Und unseren nie erhaltenen Schalter. Wo wir jetzt auch nicht mehr weiterkommen. Gut, wir hätten irgendwo einen Schalter aufheben sollen, scheinbar. Gott, das schreckt mich nicht. Ich gebe mir einfach mal ein. Und springen dann damit runter. Hui. So, vielen Dank fürs Spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euch? Endscore 53. Nein, ich habe 46. Für das Ende, das darf nicht fehlen. Oh nein, ich hätte die Wolle abbrennen müssen. Aua. Gut, dafür habe ich mich so nochmal hergekämpft. Suppi! Suppi! Ja. Okay, gut. Ich glaube, die Map trifft auch so ein C. Das ist ein starker Fall von C. Da, naja, es ist hingeklatscht. Ganz leicht. Ganz, ganz leicht. Stark. Ich meine, solche Sachen wie dieses Labyrinth, was eigentlich nur aus Eisenwänden, die auf Gras platziert sind, bestand. Ist nicht schön. Ansonsten, was war hier in diesem Turm? Das ewig lange Jump war nach oben, das war ganz, ganz lustig. Und, naja, nicht schön dekoriert halt, nur ein Viereck mit Blöcken drin, ne? Ganz restliche Zeug. Doch, ich glaube, das ist einfach so ein klassische C-Map. War aber ganz nett. Achso, dann dürfte ich auch nochmal reingehen, wenn ich beim Ende war. Cool. Boah. Gut, ich baue mal da oben auf dem Dach meine Note. Zack, zack, zack. Da mich schon in die Luft gesprengt hat, gibt es heute kein TNT-Ende. Bedanke mich beim Mapelis. Und hier ist ein schönes C. C, 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 minus. Mhm. Ja. Gut, das ist die Endrunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Adventure Your Minecraft. Bis dann, euer heute nicht mal explodierender Zombie.